Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! Good evening, sports fans. I don't know which team scares me the most. That's what a star player looks like. Ah, he'll need to prove it on the field. If he finishes the game with all his teeth, then I'll call him a star player. They've been training non-stop for this match. Here come the girls. Nuffle bless those bouncing pom-poms. I love this type of game, Jim. With such an unequal rating, it's going to be wholesale slaughter. All the way. Yeah, hier wieder beim Quali und beim Blackboard Spar. Ja, wir spielen mit einer Doppelgeist Squad gegen Dunkelelfen. Hier kommt der Toinkos. Coin Toss. Ich kann schon nicht mehr reden. This match features Dark Elves. Always a tricky prospect, Bob. They're good at throwing the ball, but sheer spite makes them enjoy the running game as well. Ja, schauen wir mal. Ich wollte heute mal ein bisschen was anderes probieren hier. Mal hier den Spielern von der Bank vielleicht mal ein bisschen Einsatzzeit gönnen. Der Kuriminus hat vielleicht heute mal Pause gegen den Preak. Der Preak braucht nämlich nur noch ein Casualty. Er hat einen Aufstieg. Und in der Verteidigung brauchen wir vielleicht auch Backfisch gerade nicht. Und deswegen können wir sie ersetzen mit Plastiklöffel. So. Und dann stellen wir mal wieder... Nein, wir gucken nicht auf Französisch. Die Zwischensequenzen auf die Touchdowns um. Und den Sound mache ich für euch auch wieder etwas leiser. Und dann geht's los. Mit dem Kickoff. Ja, Dunkelelfen. Werden wir im Spiel gleich selber sehen, was da für fiese Spieler auf uns zukommen. Den Starspieler haben wir schon gesehen. Wir haben einen extra Wiederholungswurf. Das ist schon mal gut. Wir haben uns auch extra welche gekauft gehabt. So, was haben wir denn hier? Blocken, nichts Besonderes. Auch Blocken, nichts Besonderes. Was hat der? Manndeckung hat er von dem Hals aus. Der hat Ausweichen gekriegt für seinen ersten Aufstieg. Der hat Ringen, glaube ich. Ein Läufer mit Nerven aus Stahl, Ballgefühl und Abspiel. So, hier haben wir Gewand. Okay. Der hat Gewandtheit 5. Das ist natürlich ein optimaler Spieler für den Ball. Ringen. Und Ball entreißen. Ja. Oh, er traut sich ganz nach vorne. Ja, wir werden sehen. Er wieder raussetzt. Und zack, schafft er nicht. Das ist so ein typisches Elfenproblem. Haha. Will ich mal sagen. Okay, wir starten. Mit gehen hier nach vorne, gehen wir auch nach vorne. Dann können wir nämlich hier die Dame einmal verkloppen. Mal zumindest ein bisschen zur Seite schieben. So, hier haben wir den Frank. Oh, der Assassine wollte hinterher, alles klar. Bleiben. Und da haben wir schon das erste K.O. Der... Ja, komm, würde er keine Apotheker für ausgeben, oder? Der Beru wird jetzt den hier schlagen und sich dann direkt mal schön neben dem Ball gemütlich machen.
Zack. So, und wenn wir schon mal dabei sind. Oh, dann möchte ich wieder hinterher. Alles klar. Komm, Blood Scorpion. Come on. Er möchte nicht. Und wieder mal ein Blitz verschwendet an den Blood Scorpion. Oh, schade, schade. Aber wir haben hier noch einen Block. In den Blitzer. Folgen. So, und wir können noch einen weiteren Spieler neben den Ballträger bringen. Hier noch ein bisschen Druck machen und den Cartman halten wir mal hinten für den Fall der Fälle. Denn für den Fall der Fälle ist es immer gut, einen Cartman zu haben. Naja. Lecker, lecker. Mal sehen, was die Elfchen hier machen. Ja, erstechen gegen einen Rüstungsschutz 9. Ein Versuch ist es auf jeden Fall immer wert. Das stimmt. Ja, wir versuchen heute mal ein bisschen mehr auf Glück, was die Casualties angeht. Ich will mal wieder so ein Spiel haben wie dieses, ich weiß gar nicht genau, gegen was es war, wo der Blood Scorpion hier so gerockt hat. Und irgendwie 5 oder 6 Casualties gemacht hat. Da kommt der Blitz gegen den Beru. Er schiebt den Beru beiseite. Damit ist der Ballträger jetzt wieder frei. Mal gucken, ob er das nutzen kann. Hexenkriegerin läuft durch, aber kann nicht ausweichen, weil wir hier vorne jemanden haben mit Tackle. Ich würde sagen, So. Unsere Fans kriegen auch was zum Spielen jetzt. Na, wir bleiben natürlich stehen. Und Casualty. Sehr schön. Verpasst das nächste Match. Läuft. So, Lesrak. Schlage sie diese Frau. Mit Wiederholungswurf, bitte. Es ist eine Hexe immerhin. Folgen wir hier. Schade, schade. So, der hier möchte auch gehauen werden, habe ich gehört. Der hat zwar ausweichen, aber der tut mich jetzt gerade noch nicht. Aber wir können ja auch andersrum noch mal hauen. Zack. Und schieben den mal nach hier. Und gelähmt. So. Da oben ist der Ballträger. Das heißt, wir bringen da mal jemanden hin. So, damit wir hier mal einen Doppelblock haben. Und wieder ein gelähmter Elf. So mag ich das. Preak. Komm mal nach vorne, Preak. Jetzt kurz darfst du den Mischka dabei zugucken, wie er diesen Elfen verprügelt. Folgen. Und auch hier ein K.O. Das läuft momentan bei uns. So, hier werden wir weiter die Spieler einmauern. Ich gehe jetzt mal auf einen Blitz nochmal mit dem Blattskorpion. Ja, schieben wir, das ist gar nicht so schlecht. Nochmal schieben, naja, gut. Wenn die alle raus wollen hier, dann wird das lustig. Ja. So, die mauern wir ein bisschen ein hier. Wenn die raus will, hat sie jetzt kein leichtes Spiel. Und gebe ab an die Dunkelelfen. Abrollen ist übrigens auch eine ziemlich coole Eigenschaft. Okay, versucht den Ball aufzunehmen. 83% Reroll und geschafft. Habe ich nicht anders erwartet von Elfen. Hypnotischer Blick gegen den Blood Scorpion.
Und dann sind wir auch schon wieder dran. Das heißt, der Cartman kann hier mal richtig prügeln. Das kann er ja. Und sie ist gewandt. Folgen wir ihr. Ah, schade. Nichts gebracht. Ein 1er Block. Da machen wir doch einen 2er Block draus. Oder? Jawohl. Und folgen. Gelähmt. So. Einmal hier hauen. Hat der eigentlich Blocken? Nein, der hat Ringen, deswegen schieben wir ihn nur. Und bleiben stehen. Und der nächste haut. Komm, das gibt ein Casualty. Ich hab's irgendwie in den Genen. Ah, oder auch nicht. So, Blattskorpion, du hast da jemanden vor dir stehen, mach den mal platt, bitte. Oh, wildes Tier, come on. Und wieder hat das nicht geklappt. Schade, schade, schade. So, dann haben wir aber immer noch... Oh, hier liegt einer. Nee, faulen wollen wir heute nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Der Lesrak könnte mal... Blitzen. Ich hätte vielleicht vorher eine einziehen sollen. Aber gut. Lerneffekt, würde ich mal sagen. So, Plastiklöffel. Mal nach da. Beru, faulen. Immerhin gelähmt. Ich habe ja gelernt, man soll gegen Agility-Teams faul. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer es in die Comments geschrieben hat. Du bist schuld. So, da springen sie wieder hoch. Komm, mach nicht so ein Tamtam. Gebt mir den Ball einfach und gebt euch. Wiederholungswurf. Schieben. Rasend. Boah, da hat aber jetzt Glück gehabt, dass er genau hier hinspringt. Aber gut. Muss man auch haben, ne? Hier, Cartman. Wir beginnen mit dir. Zack. Und... Ach ja, die Dame hat er gewandt. Nervig, nervig. Gelähmt. So. Was, Scorpion, hast du jetzt Lust? Yes, er hat. Und? Ah, kein Casualty. Ihr enttäuscht mich, Leute. Es muss irgendwie hier mal drin sein, hier Leute mal ins Krankenhaus zu prügeln. Dafür ist dieses Spiel doch so belügt. Belügt? Berühmt. Es sind nur Elfen, Leute. Es sind nur Elfen. Was hat der hier überhaupt? Irgendwas Tolles? Oder hat Ausweichen? Komm, wir hauen erstmal den noch um. Oder auch nicht. Der hat Tackle, da könnten wir ihn blitzen hier. Ah, läuft. Der hat Abwehren. Da kommt der Ball und der Mischka ist doch schön frei und kann den Ball nehmen. Und den Ball rüber zum Plastiklöffel schmeißen, würde ich sagen. Yeah. So, und durch. Lauf, 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 lauf. So. Hier müssen wir noch ein bisschen absichern. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ah, der ist ja verletzt gewesen.
Gut, schauen wir mal, was raus wird. Erstmal stehen sie alle auf. Hypnotischer Blick. Nee, diesmal nicht. Es kommt ein Einserblitz. Nur schieben. Ja, schieb mich weiter Richtung Endzone, das ist gut. Und da kommt die Unterstützung. Hätte man besser früher gemacht. Und wir sind dran. Das heißt, der Blattskorpion haut sich jetzt mal hier... Oh, come on. Er will heute nicht. Naja, gut. Nein, wir wollen keinen Wiederholungswurf ausgeben. Der hat auch Blocken, das heißt, passiert nichts. Er hat keinen Blocken. Okay. Was hatte der denn? Was war denn das da? Ach, Pass verhindern. Alles klar, gut. Die Hexenkriegerin schlagen wir auch mal rum. Bleiben stehen. Jawohl, und da ist der erste Casualty. Sehr gut gemacht, Samur. So, schaffen wir das beim Assassinen auch? Nein, wir schieben den einfach nur ein bisschen weg. Mehr Richtung Blattskorpion, der heute nicht so richtig das machen möchte, was ich ihm sage. So, hier wegschieben. Rücken. So, wen haben wir hier? Den Mischka. Einmal hier bitte helfen. Sehr gut. Abwehren hat er. Und hier wird wieder geprügelt. Weg mit dir. Bleiben. Einserblock läuft. So, wir laufen mit dem Cartman mit einem Go for it hier rüber. Ah, da legt er sich hin. Wir haben aber noch Wiederholungswürfel. Aber er legt sich trotzdem hin. Und ist sogar gelähmt. Cartman, Cartman. Also, demnächst Lauftraining, Cartman. Lauftraining. Ja, es gibt Schlimmeres in diesem Spiel. Noch haben wir genug Züge, um den Touchdown zu machen. Wir sind auch hier gar nicht so schlecht dabei. Eine Hexenkriegerin schon weg. Hier kommt der Blitz, ein Einserblitz. Oh, und er schafft es, Plastiklöffel niederzuschlagen. Das ist nicht gut. Minusblock gegen den Lesrak. Ja, das bereut man öfter. So. Den haben wir hier, der ist der Preak, der möchte diese Hexenkriegerin schlagen und vielleicht kriegt er eine Casualty hin. Na, leider nicht. So. Hier hin. Blattskorpion. Lähmen. Das geht besser, Leute. Das geht besser. Habt ihr eben nicht aufgepasst? Das anders. Wir machen das so. Und Casualty, Casualty, Casualty. Wir brauchen nämlich nur noch 2 Punkte. Folgen. Nee. Ja, lähmen kann ich gut. Auch du bitte weg.
Abwehren. Soll mir recht sein. So, Plastiklöffel, hol dir mal den Ball hier wieder. So, einmal go for it. Für den El Loridas. Liegt da noch einer? Ja, da liegt noch einer. Das heißt, wir lassen auch den guten Beru da stehen. Der sich mit seinem Rüstungsschutz 7 erstaunlich gut schlägt. Oh, erstechen gegen Blattskorpion. Das wäre böse, hätte böse enden können. Hypnotischer Blick gegen den Chaoskrieger. Bringt nichts in diesem Falle. Da kommt ein Blitz gegen den Ballträger. Ja, und wird umgeschlagen wegen dem Go for it. Und ja, schieben ist mir egal. So, Koali braucht noch ein Kettle Tea. So schafft er den nicht, aber vielleicht mit einem Wiederholungswurf. Auch nicht. Er will einfach heute nicht. So, Cardman hier rüber. Und hier wird weiter geprügelt. Vielleicht schafft es der Samur, seinen zweiten Casualty zu machen. Jawohl! Sehr gut, Samo. Bewegen kann sich der Samo nicht, aber schlagen kann er immer noch, wie ein Profi. So, hier, du willst mich hypnotisieren. Das geht ja mal gar nicht, klar. So, und hier, Blattskorpion. Rundenende. Ja, ich sagte schon, Blattskorpion ist heute nicht in Form. Wieder ein Blitz. Ein Einserblitz. Ja, der Ball verlieren wir leider. Kann er sich jetzt holen mit der Hexe. Aber die schafft es nicht, den Ball aufzunehmen. Schon tragisch irgendwie. Nicht. So, wir machen das gleich relativ sicher. Wir versuchen gleich mit dem Mischka hier den Touchdown zu machen. Der braucht auch noch ein paar Starspielerpunkte. Nicht. So. Zack. Gewandt. Folgen. Der El Loridas. Nee, nicht faulen. Nicht faulen. Cartman. Von Cartman. Du schaffst das. Bin davon überzeugt. Die hat keinen Block. Nee, gelähmt. Und hier geht's weiter mit der guten Prügelei. K.O. Steh mal auf, hier Blattskorpion. Nein, bleibt lieber auf dem Feld liegen. Kann ich auch verstehen. Das ist ja auch ein langweiliges Spiel für den Blattskorpion. So, folgen. Ja, sogar der Beru schafft es heute nicht hier. So, und Mischka, mach mal deinen Touchdown. Ja, eigentlich wollte ich ja mit Plastiklöffel den Touchdown, aber Mischka ist auch gut. Oh, die kriegen ganz viele Spieler wieder. Das ist jetzt nicht so cool. Mit mühevoll befördern wir sie ins Aus.
So, wie machen wir das denn am geschicktesten hier? Blood-Scorpion auf jeden Fall nach vorne. Bossen den Samu in der Mitte, das ist auch ganz gut. Da hat jetzt zwei Assassinen auf dem Feld. Das ist, ja, kann man machen, ne? Der Frank wäre auch gut für einen Touchdown. Backfisch ist auf dem Feld. Muss natürlich nach hinten. Der Beru kann mal ausgewechselt werden gegen den Freak, würde ich sagen. Koali. Ja, der braucht auch Touchdowns. Oder eine Casualty, der bleibt auf dem Feld. Koriminus tausche ich mal aus gegen den Manu, weil der Tackle hat. So. Mit Cartman haben wir hier vorne, den brauchen wir eigentlich nicht so weit vorne. Kann auch noch da. Hier haben wir genug Chaoskrieger, die hier stehen. Einstellung bestätigen und dann schauen wir mal, wie es hier wird. Und wir können auf ein benachbartes Feld vorrücken. Das ist doch mal nett. Na, dann ziehen wir doch alle mal ein bisschen vor. So, Einstellung bestätigen. Jo. Wo fangen wir an? Das ist die Qual der Wahl. Wir versuchen mal mit Koali hier anzufangen. Komm, Casualty für den Aufstieg. Ah, nur ein K.O. So, dann haben wir den Manu hier und den Eloridas. Fangen wir mit Eloridas an. Das schafft er schon. Folgen. Auch ein K.O. Ja, direkt mal zwei Elfen wieder raus. So muss das sein. So, Samur, du warst ja heute schon in Form. Ja, diesmal nicht. Folgen. Schafft es der Lesrak besser? Hm, ja, der Lesrak hat Tackle. Gelähmt immerhin. So, dann... Komm, Blood-Scorpion. Ah, Blood-Scorpion. Manchmal ist das echt nicht so einfach mit dir hier, ne? Ah, schade, schade, schade. Zusätzliche Arme macht manchmal das Leben etwas einfacher. Laufen wir hier rüber. Ja, ein Backfisch kann einfach Bälle werfen. Das ist einfach... trotz ihrer Verletzung, die er wieder einen von... in der Geschicklichkeit wieder abzieht. So, wir wenden den Zug. Immerhin, minus zwei Elfen im ersten Zug. Komm hier, Blood-Scorpion, du musst ein bisschen cooler werden. Mit deiner Geschicklichkeit 1. In diesem Spiel echt nicht gut unterwegs, unser Blood-Scorpion. So, kommt der Starspieler schon wieder Richtung Getümmel. Der Stechen ist wieder fehlgeschlagen, so muss das sein. Und jetzt kriegt er hier einen Einser. Okay, schieb mich. Oh, er rückt sogar nach. Das ist risky, aber gut. Er weicht aus. Und ich bin wieder dran.
Captain Koali. Zeig, dass du deinen Namen würdig bist. Kämpf wie ein Koala. Nee. Mal schieben. Folgen. Und hier wird weiter gehauen und gestochen. Noch haben wir einen Wiederholungswurf. Es läuft nicht bei uns. Es läuft einfach nicht. Manu. Blitz. Der hat Ringen. Das heißt, wir schieben ihn lieber nur. Und folgen ihm. So, Bloodscorpion. Magst du wenigstens laufen? Ja, guck mal, laufen kann er. Laufen kann er. Laufen kann er. Shriek nach vorne. Frank nach vorne. So, dann holen wir uns mit dem Mischka mal Starspielerpunkt per Pass. Ah, du hast zusätzlich Arme, Backfisch. Was soll denn das? Streicht euch den Zug rot im Kalender an. Backfisch hat mal einen Ball nicht handeln können. Naja, passiert auch mal. Es stehen mir noch viel zu viele Elfen hier rum. Tja, so nicht. Hier ist jetzt gerade richtig Druck auf dem armen Manu. Mal sehen, ob das der Blattskorpion gleich ein bisschen verbessern kann. Läuft hier raus. Okay, wir beginnen hier gegen den Assassinen. Schieben ihn leider nur ein bisschen. Immerhin weg von dem Chaoskrieger. Auch der Lesrak einmal auf dieser Seite. Sehr schön. Und ich habe Tackle. Also nicht ich, aber der Lesrak. Und K.O. Jawoll. So, des Koalis x-ter Versuch, jemanden krankenhausreif zu prügeln, und der schafft es wieder nicht. Ja, da lachen sie den Koali aus. Zu Recht, zu Recht. Folgen. Komm hier. Und? Der Bloodscorpion kann es. Manchmal kann das. Aber auch nur manchmal. Da schieben wir ihn hin. Ja, K.O. So, wie sieht das denn hier auf der Seite aus? Eigentlich ganz okay. Schieben. Kann ruhig noch ein bisschen weiter gehen. Hier hin, Backfisch. So, und dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal hier. Oh, come on! Mischka, okay, Mischka hat das schon öfter gehabt, das Problem mit dem Ball. Komm, Mischka, aber jetzt hier, pass. Komm. Ah, war nur ein Übergeben. Okay, hätte ich auf Pass drücken müssen, aber immerhin. Jetzt hat die gute Backfisch den Ball. Und da muss jetzt der Elf erstmal dran. Oder der Zwölf. Ja, das Erstechen ist gegen solche Leute halt schwierig. So, jetzt bin ich gespannt, ob er das schafft. Er schafft es. Aber Backfisch hat Ausweichen. Natürlich will ich Ausweichen benutzen. So.
Ah, diese Geräusche. Manchmal sind sie ganz schön gruselig. Dann geht er raus. Ich glaube, der muss jetzt gleich mal Bekanntschaft mit meinen Zuschauern machen hier. Cartman, da bist du für zuständig. Ab in die Zuschauer. Freak, auch du brauchst nur noch eine Casualty. Deine Chance. Nope. Nope, nope. Wir wollen den Assassinen auf dem Boden sehen. Auf dem Boden sehen. Aber es scheint nicht zu klappen. Oder? Naja, immerhin gelähmt. Loras, schnappt ihr den? Mischka mit dem Pass. Sehr gut. Ein Pass für den Mischka noch und er hat den Aufstieg. Dass wir zumindest heute einen Aufstieg hinbekommen. Mit den Casualties klappt das ja irgendwie nicht. Zwei Stück erst. Haha. Nicht immer klappt der hypnotische Blick, der auch hier wieder total unsinnig war eigentlich. Schiebt er ihn Richtung Zuschauer. Und versucht hier auszuweichen, aber das klappt ja so überhaupt nicht. So nicht, mein Freund. Wir starten mit Blood Scorpion gegen den Starspieler. Er hat ausweichen. Wir brauchen mal einen Pasch irgendwie für den. Obwohl, dann würde ich ihm eher Block statt Tackle geben wahrscheinlich. So, dann... Der Manu mal hier hin. Der Cartman haut den hier. Folgen. Gelähmt. Alles klar. Frank mit dem Blitz. Der hat keinen Block. Aber es läuft nicht, was die Casualties angeht. So, da ist der Aufstieg. So, und der Koali möchte jetzt auch nochmal sich beteiligen hier mit dem Prügeln. So. Und hier außen können wir noch mal ein bisschen faulen. Immerhin verletzt. Leider ohne Starspielerpunkte. Sehr gut. Das heißt, der Samu kann jetzt mit einem Go for it nach oben. Ah, und schafft das nicht. Wir haben aber einen Wiederholungswurf. Sehr gut, Samu. So läuft das. So, und jetzt müssen wir uns auch gerne ausgucken hier. Wir können noch einen Aufstieg machen, mit einem Touchdown auf jeden Fall. Nur weil das, der Computer setzt das, glaube ich, wirklich nur ein, weil er die Fähigkeit hat. Also wirklich Sinn macht das hier nicht. So, dann sind wir wieder dran. Und starten mal mit dem Preak mit einem schön getimten Tackle.
Komm, die Casualty und der Preak steigt auf. Come on. Nur gelähmt. So, der Frank. Die hat immer noch keinen Blocken. Aber auch hier kein Casualty. Der Blattskorpion. Und? Auch hier nix. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Cartman. Koali könnte auch noch mal zwei Pässe werfen oder so. Ich übergebe mal den Ball an Koali. Was hin? Ah, mit Wiederholungswurf. Alles klar. So, dann gehen wir hier hin. Und hier hin. Da steht einer, das heißt, den holen wir uns. So, und hier hinten haben wir auch noch jemanden stehen, der möchte gleich auch mal sich wieder beteiligen, der Lesrak. Nach seinem Brutalo-Foul. So, der Pass, come on, Koali. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So mag ich das. Schon wieder ein komischer, hypnotischer Blick. Ohne Sinn und Verstand. Der Blitz gegen Cartman. Der bringt den Spieler immerhin neben dem Ballträger. Aber auch sonst hat das nicht wirklich Sinn. So, wir beginnen mit dem Frank. Schieben mal hier die Hexenkriegerin weg. Ah, die ist gewandt. Wir folgen immer. Okay. Dann haben wir den Manu. Der Manu braucht nicht wirklich eine Casualty. Übergeben den Ball an den Koali. Sehr gut. Ausweichen. Ach, bei der Hexenkriegerin, okay. Nee, dann hauen wir die lieber vorher. Gewandt. Okay, in die falsche Richtung gewandt. Jetzt sieht man mal, dass es hier nicht so gut getimt ist vom Gegner. So, dann gehen wir hier rüber. Mit dem Lesrak. Und haben noch eine Chance mit dem Preak auf eine Casualty. Folgen. Nur gelähmt, Leute. Das ist wie ein Fluch, lastet dieses Lähmen auf uns. So, machen wir jetzt mal hier mit Backfisch diesen Spieler weg. Ja, ausweichen ist mir egal. So, Koani schmeißt mal einen Pass auf Backfisch. Und steigt damit auch eine Stufe auf. Und dann haben wir noch hier unseren tollen Starspieler. Ja, wir haben Tackle. No problemo. Und auch der ist K.O. Ja, K.O. ist okay. So, und wir geben ab. Oder, nee, wir können hier vorne noch weiter nach vorne gehen. Und auch hier nochmal den Druck ein bisschen erhöhen. Okay, wir sind direkt wieder dran. So, wem wollen wir denn den Touchdown gönnen? Der Preak. Preak könnte ihn gebrauchen. Koali ist schon aufgestiegen. Cartman braucht ihn nicht. Manu braucht ihn auch nicht. Mischka braucht ihn nicht. Der Frank könnte den auch ganz gut gebrauchen. Wir machen mal hier erstmal einen Block.
Und nochmal K.O. Okay, dann gehen wir mit dem Preak in die Touchdown-Zone. Und Buckfish wird nochmal einen Pass schmeißen. Zack. Und da ist auch der Preak mit seinem Aufstieg. Sehr schön. Jo. 2-0. Oh, hier fast alle Elfen wieder auf dem Sprung. So, wir bestätigen die Einstellungen und hoffen im letzten Zug dann nicht noch irgendwo beide Mannschaften gewinnen ein Zug. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Na gut, wir haben noch einen Zug, aber der Gegner hat noch zwei und könnte rein theoretisch noch einen Touchdown machen, was ihm jetzt nicht auf die Gewinnerstraße bringt, aber naja. So. Na, da kommt er nach vorne. Lalalala. Der Starspieler auch noch ein bisschen nach vorne. Irgendeiner von euch muss aber auch den Ball holen, Leute. Na, er macht die Hexenkriegerin. Schafft's auch. Und dann gibt es hier gegen den Koali einen Block. Und da geht auch zu Boden. Hoffentlich passiert ihm nichts. Gott sei Dank. Jetzt will er hier raus. Okay. Da will er auch raus. Erst baut er sich hier bessere Blocks auf und dann läuft er da wieder raus. Das ist ein bisschen eigenartig. Schieben. Okay. Fangen wir mal hier an. Der hatte Ringen, aber das ist mir egal. Zu Boden mit dem Pokschen. Na, der ist gewandt. Bringt ihm aber nichts. So. Was haben wir denn hier noch? Cartman. Plastiklöffel. Leider nur Schienen für Plastiklöffel. Frank macht hier nochmal einmal einen Blitz. Ja, der kann nichts sonst. Gelähmt. Das kennen wir auch schon, das Gelähmt-Ergebnis. Einmal in Prügelreichweite. Und dann haben wir nämlich hier wenigstens mit dem Mischka noch einen Doppelblock. Abwehren. Das kommt mir sogar entgegen. Und K.O. Freak, einmal hier den Starspieler zustellen. Und hier möchte ich auch so machen, dass er da in der Seite nicht lang kann. Und beenden den Zug. Viel passieren kann ja nicht mehr. Eigentlich kann nichts mehr passieren, weil er hat die Spieler nicht weit genug in unsere Zone gezogen. Für einen Touchdown. Außerdem ist der Ball da ganz hinten. Das müsste schon dem Teufel zugegangen sein. Der Starspieler macht mal keinen hypnotischen Blick. Das ist eine Seltenheit in diesem Spiel. Ah, Preak, Gott sei Dank keine Casualty.
Und hier ein 83% Ausweichenwurf versaut. Okay. Kommt da jetzt gleich noch irgendeine Aktion mit dem Ball? Da bin ich jetzt mal drauf gespannt. Er läuft einfach nur nach vorne. Und an die Seite, meine Güte, ey, was ist das für ein Depp? Also wer die KI programmiert hat, der gehört geschlagen. Ein bisschen, was Blood Bowl angeht. Ne? Hat auch irgendwann da mal drunter geschrieben unter einem Magic-Video von mir, dass es besser wäre, wenn die Leute, die Magic-KI programmiert hätten, auch die Blood Bowl-KI programmiert hätten. So, wir haben hier gut Gewinn gemacht. So. Stufe 17, jawohl. Und der Koriminus hat den Spieler des Spiels Preis gewonnen. Alles klar, wir gehen rein und schauen mal unsere Aufstiege an. Der Preak. Was kriegt denn der Preak? Preak kriegt einen Pasch. Das ist doch gut. Dann geben wir dem Preak Ausweichen. So, der Koali darf endlich auch eine Stufe aufsteigen und bekommt von mir Tackle. So, und der Mischka, last but not least, hat er sich schwer verdient. Ein ganz normaler Aufstieg. Was könnten wir ihm geben? Ballgefühl vielleicht? Oder unerschrocken. Er ist ja momentan so ein bisschen unser zweiter Werfer oder so. Vielleicht können wir mit ihm auch noch hier nochmal die zusätzliche Arme auch nochmal geben. Aber andererseits ist er auch weiter involviert in das Prügelspiel. Das heißt, auch ein weiterer Tackle hier wäre nicht so schlecht. Oder ein weiterer Knochenbrecher. Starker Wurfarm. Tackle, ich weiß nicht. Tackle durchbrechen. Das ist schwer. Das machen wir mit dem Mischka. Pass verhindern. Nee, das gefällt mir alles irgendwie nicht so richtig. Profi. Reroll. Ich weiß es nicht, Leute. Gebt mir einen Tipp. Was machen wir mit dem Mischka? Ich denke, da wir viele Elfen weiter im Team haben, nehmen wir auch hier Tackle. Es ist in Stein gemeißelt. So. Da ist unser Team und beim nächsten Mal geht es gegen Hochelfen. Und da sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt Blood Bowl 2. Bis dahin, Herr Fang, euer Quadi. Tschüss.